Der Kreislauf ist zerbrochen. Wir klopfen uns immer schön auf die Schulter, wenn wir beim Biobauern kaufen. Guck mal, der hat ja seine Tiere gefüttert mit dem Gras und den Produkten von seinen Feldern. Dann hat er Mist oder Gülle, bringt das zurück auf den Acker. Da hat er den landwirtschaftlichen Kreislauf, alles in Ordnung. Aber wir berücksichtigen dabei nicht, dass wir all das tun für einen, für den Menschen. Die besten Sachen, die nährstoffreichsten, die energiereichsten, die vitalstoffreichsten Teile der Ernte kommen zu uns auf den Tisch, in den Supermarkt, in den Laden. Und was machen wir damit? Wir essen das, wir setzen uns auf Toilette und dann drücken wir den Knopf. Und wo geht es dann hin? Nicht zurück auf den Acker zum Bauern, sondern über lange Kanalnetze typischerweise in die Kläranlage und in den nächsten Fluss und ins nächste Meer. Da, wo die Nährstoffe am wenigsten gebraucht werden, wo sie Schwierigkeiten machen, da spülen wir sie hin. Und der Klärschlamm, den wir dabei noch gewinnen, in dem auch ein Teil der Nährstoffe drin sind, der wird zu 80% heutzutage verbrannt, Tendenz steigend. Also nicht ordentlich kompostiert, zum Beispiel mit Terra Preta, sondern wird quasi auf die Müllkippe geschmissen, nachdem man es verbrannt hat. So, der Nährstoffkreislauf ist zerbrochen. Und das ist auch der Grund, warum der Bauer so viel Düngemittel zukaufen muss und warum die Biobauern so wenig ernten, nämlich ungefähr nur die Hälfte der konventionellen Bauern. Und die konventionellen Bauern, die kaufen halt sehr viel Düngemittel zu, auf der ganzen Welt. Phosphor aus Marokko, Kali aus irgendwelchen Bergwerken in Deutschland und so weiter. Stickstoffdünger aus den Fabriken, aus den Düngemittelfabriken. Das ist nur deswegen nötig, weil wir die Nährstoffe nicht zurückführen, weil der Kreislauf zerbrochen ist und er zerbricht genau da, wo wir jeden Tag mehrfach sitzen, auf der Toilette. Ja, und wie kann man diesen zerbrochenen Kreislauf nun wieder schließen? Das ist eine Komposttoilette. Und Komposttoiletten, mit Komposttoiletten kann man also sehr einfach, sehr low-tech, sehr billig, ganz flexibel, auch im Sinne von Krisenvorsorge, seinen eigenen kleinen Nährstoffkreislauf schließen und sich Quadratmeter für Quadratmeter fruchtbaren Boden schaffen. Wie benutzt man die Triaterra Komposttoilette? Das ist das Holzmodell, wir haben auch ein Kunststoffmodell. Ja, unsere Toilette ist im Grunde ein Eimer. Ein Eimer mit Deckel. Das ist das Wichtigste an dem Eimer, dass er einen Deckel hat. Und da ist auch schon die Hälfte der Geruchsproblematik erledigt, wenn wir einen Deckel auf dem Eimer haben. Und der Rest von der Toilette, Gehäuse, Klodeckel, Klobrille, so kann man sie auch selber basteln, wenn man will. Ne? Also im Grunde Eimer und Deckel, das ist unser Toilettensystem. Das ist alles. Und die Intelligenz liegt in der Benutzung. Und wie benutzt man das? Idealerweise würde man Urin abtrennen. Urin, wie der verwendet wird, erkläre ich dann in einem anderen Video. Das ist eine Urinflasche für die Frau, das ist eine Urinflasche für den Mann. Also muss man hier, deswegen haben wir hier extra eine Aussparung. Ich mache es jetzt nicht ganz live vor, aber ich demonstriere. Eine Aussparung, dass man hier als Mann natürlich noch einfacher als für die Frau, aber gerade mit der Aussparung auch für Frauen kein Problem, hier Urin abzutrennen. Und dann landet also der Kot im Eimer. Und was wir im Grunde machen, ist aus Scheiße Sauerkraut machen. Wie wir aus Küchenabfällen Sauerkraut gemacht haben und alles Mögliche mäßig auch fermentieren. So fermentieren wir auch mit effektiven Mikroorganismen, mit Holzkohle, diesen Kot zu Sauerkraut bzw. zu Terra Preta Kompost. Und zwar haben wir dann unser Geschäft gemacht. Der Deckel war natürlich auf. Und dann bedecken wir den Kot mit der Triaterra Streu. Das ist diese Mischung Holzkohle, Gesteinsmehl und Mikroorganismen. Dass die Holzkohle sorgt dafür, es ist wie so ein Luftfilter auch durch die große Oberfläche, bindet es sofort alle Gerüche. Das Steinmehl ist interessant für die Kompostierung, hat auch nochmal eine große Oberfläche und bringt wichtige Mineralien mit. Und die Mikroorganismen sorgen dafür, wenn wir das in die Toilette mit reinmachen, dass es nicht fault,
sondern das ist alles, was da an Organik ist, nämlich sich milchsauer fermentiert, milchsauer umsetzt. Also nach jedem Geschäft kommt eine Tasse oder auch eine halbe Tasse Terrastreu drauf und dann Deckel wieder zu. Und das war's. Das ist die Benutzung der Komposttoilette. Wenn wir das 4 Wochen lang durchgehend, also eine Person jeden Tag 4 Wochen lang machen, dann ist der Eimer voll und dann ist der hier einmal leer. Also der Eimer ist 20 Liter groß, ungefähr 10 Liter Streu reichen ungefähr für 4 Wochen. Wenn man ganz sparsam ist, vielleicht für 6 Wochen bis 8 Wochen. Und der 20 Liter Eimer, der reicht eben für eine Person 3 Wochen bis 1 Monat bei täglicher ausschließlicher Benutzung. Ja, und dann haben wir den Eimer voll und dann wird gewechselt. Dafür gibt es den Wechseleimer. Das heißt, dann heißt es austauschen. Der volle Eimer steht daneben, am besten im Warmen, am besten auch im Bad. Dadurch, dass der Eimer geschlossen ist, dadurch, dass da Holzkohle drauf ist, kommt da nichts raus, keine Gerüche, keine Sorge. Aber wenn er warm steht, ist es gut, weil dann kann er jetzt tatsächlich anaerob milchsauer fermentieren. Und das ist der Clou. Die Feuchtigkeit kann hier nicht raus, es bleibt feucht. Starke mikrobielle Aktivität, also die Mikroorganismen sind sehr aktiv, gerade wenn es da noch warm ist. Und wir haben eben Milchsäurebakterien Hefen drin, das heißt, wir haben diese positive Mikrobiologie und die baut jetzt alles, was irgendwie an Schadstoffen im Kot sein könnte, ab.